als der Student der Medizin, Richard Braquemont, sich entschloss, das Zimmer Nummer 7 des kleinen Hotels Divens, Rue Alfred Divens 6, zu beziehen, hatten sich in diesem Raume an drei aufeinanderfolgenden Freitagen drei Personen am Fensterkreuze erhängt. Der erste war ein junger Tourist. Man fand seine Leiche erst Samstagabend. Die Leiche hing an einem starken Haken, der in das Fensterkreuz eingeschlagen war und zum Aufhängen von Kleidungsstücken diente. Der Tote hatte als Strick die Gardinenschnur benutzt. Da das Fenster sehr niedrig war, lagen die Beine fast bis zu den Knien auf dem Boden. Der Arzt stellte fest, dass der Tod zwischen 5 und 6 Uhr Freitagnachmittags eingetreten sein müsse. Nicht viel anders lag der zweite Fall. Der Artist Karl Krause hatte das Zimmer Nummer 7 zwei Tage später bezogen. Als er am nächsten Freitag nicht zur Vorstellung erschien, schickte der Direktor den Theaterdiener in das Hotel. Dieser fand den Künstler in dem nicht verschlossenen Zimmer am Fensterkreuz erhängt vor, und zwar unter den durchaus gleichen Umständen. Für Frau Dubonnet, die Besitzerin des billigen kleinen Hotels, war dieser zweite seltsame Todesfall in demselben Zimmer von sehr unangenehmen Folgen. Schon waren einige ihrer Gäste ausgezogen, andere regelmäßige Klienten nicht wiedergekommen. Sie wandte sich an die ihr persönlich befreundete Kommissarin des 9. Bezirkes, die ihr zusagte, alles für sie zu tun, was in ihren Kräften liege. So stellte sie ihr einen Beamten zur Verfügung, der das geheimnisvolle Zimmer bezog. Es war dies der Schutzmann Charles-Maria Chaumier, der sich freiwillig hierzu erboten hatte. Jeden Morgen und Abend machte Chaumier dem Polizeirevier einen kurzen Besuch, um Bericht zu erstatten. Diese beschränkten sich in den ersten Tagen darauf, dass er erklärte, auch nicht das Allergeringste bemerkt zu haben. Dagegen sagte er am Mittwochabend, er glaube, eine Spur gefunden zu haben. Gedrängt, mehr zu sagen, bat er, einstweilen schweigen zu dürfen. Er habe keine Ahnung, ob das, was er glaube, entdeckt zu haben, wirklich mit dem Tode der beiden Leute in irgendeinem Zusammenhang stehe. Und er fürchte sehr, sich zu blamieren und dann ausgelacht zu werden. Am Donnerstag war sein Auftreten ein wenig unsicherer, auch ernster, doch hatte er wieder nichts zu berichten. Am Freitagmorgen war er ziemlich aufgeregt. Er meinte halb lachend, halb ernst, dass dieses Fenster jedenfalls eine seltsame Anziehungskraft habe. Jedoch blieb er dabei, dass das mit dem Selbstmorde in gar keiner Beziehung stehe und dass man ihn nur auslachen würde, wenn er mehr sage. An dem Abend dieses Tages kam er nicht mehr ins Polizeirevier. Man fand ihn an dem Haken des Fensterkreuzes aufgehängt. Wieder war der Tod in der 6. Nachmittagsstunde eingetreten. Als die Kommissarin die Leiche des Sergeant Charles-Maria Chaumier von dem Fensterkreuze abnahm, kroch aus dem offenen Munde des Toten eine große schwarze Spinne heraus. Im Laufe der weiteren Untersuchung sagte der Hausknecht dann aus, dass er, als man die Leiche des jungen Touristen abgenommen habe, auf seiner Schulter eine ganz ähnliche Spinne haben laufen sehen. Die Berichte in den Zeitungen waren das Einzige, was der Student der Medizin Richard Braquemont von der Angelegenheit wusste. Er bezog das Zimmer erst zwei Wochen nach dem letzten Selbstmorde an einem Sonntage. Was er dort erlebte, hat er täglich gewissenhaft in einem Tagebuche vermerkt. Montag, 14. März. So, nun bin ich also hier. Ich weiß recht gut, dass die Sache gefährlich ist, aber ich weiß auch, dass ich gemacht bin, wenn es mir gelingt, ihr auf den Grund zu kommen. Hier ist eine Chance. Nun gut, ich will sie versuchen und wohl mal ein bisschen Leben dafür aufs Spiel setzen. Über das Telefon soll ich mich regelmäßig melden und Bericht erstatten. Ich habe ausgezeichnet geschlafen. Es schlug gerade 9 Uhr, als mich ein Klopfen an der Tür weckte. Es war die Wirtin, die mir selbst das Frühstück brachte. Sie ist wohl sehr besorgt um mich. Das merkt man an den Eiern, dem Schinken und dem ausgezeichneten Kaffee. Außerdem brachte Frau Dubonnet eine neue Gardinenschnur aus einem anderen Zimmer. Sie hat ja genug leer stehen. Im Laufe des Tages benutzt sie überhaupt jede Gelegenheit, um zu mir zu kommen. Jedes Mal bringt sie etwas mit.
Irgendetwas lockt meinen Blick zu dem Fenster, das meinem gerade gegenüber liegt, auf der anderen Seite der sehr schmalen Straße. Eine Frau sitzt hinter den aufgeschlagenen Vorhängen und spinnt an einem kleinen altmodischen Rocken. Sie ist ziemlich bleich, die Nase ist schmal und klein und die Flügel bewegen sich. Auch ihre Lippen sind bleich und es scheint mir, als ob die kleinen Zähne zugespitzt wären wie bei Raubtieren. Sie trägt ein schwarzes, geschlossenes Kleid und sie hat lange, schwarze Handschuhe an, wohl um die Hände nicht bei der Arbeit zu verderben. Es sieht seltsam aus, wie die schwarzen, schmalen Finger schnell, scheinbar durcheinander die Fäden nehmen und ziehen. Wirklich beinahe wie ein Gekrabbel von Insektenbeinen.